Herzlich willkommen zurück. Ich bin der Fatze und wir spielen immer noch Tricky Truck. Ja, ich habe euch versprochen, wir machen nochmal Trespasser, was ich beim Harald nicht geschafft habe und unglaublich gefailt habe. Es war auch extrem peinlich, dass ich die Schranke nicht geschafft habe. Jetzt weiß ich, wie es geht. Welchen Truck wollt ihr denn sehen? Ich finde, mit Anhänger ist es einfach am interessantesten, am noch herausforderndsten. Ich sage, wir nehmen mal den Standard. Und Trespasser. Truck Driver ist auf Platz 1 mit 28,98 Sekunden. Und zwar, ich glaube, schon 142 Tage lang. Aus Russland. So, wir spielen hart, ja. Wollte ja der Harald so, dass wir das endlich mal machen. So, ich habe mich letztes Mal gewundert, wie kriege ich die verblödete Schranke auf? Jetzt weiß ich's. Und zwar haben wir auf F eine nette Hupe. Oh. Eigentlich sollte das funktionieren. Eigentlich sollte die Hupe... Nanu? Eigentlich sollte die Hupe so eine Art aktivieren sein. Aber wie... Oh, wir können hier auch noch zoomen. Hallo. Oh, cool. Ah, das ist ja auch nett. Das habe ich jetzt noch gar nicht gewusst. Wir können hier zoomen, und zwar können wir mit WASD zu den Spiegeln zoomen und nach links und rechts schauen. Gut. Wir müssen trotzdem jetzt irgendwie hier diese blöde Schranke aufkriegen. Während ich euch zulabe, drücke ich schon alle möglichen Tasten. Aber das blöde Ding geht nicht auf. Peinlich. Also wenn ihr wisst, wie das Ding, wie ich diese Schranke hochkriege, dann sagt's mir bitte. Bitte. Das sind die Kameraperspektiven. Nee, möchte ich nicht. Danke. Also, sorry Leute, aber ich komme auch hier jetzt nicht durch. Ich habe gedacht, die Hupe aktiviert das irgendwie. Aber jetzt drücke ich auch Steuerung, Alt. Nichts tut sich, nichts. Ja, also wie gesagt, wenn ihr es wisst, bitte helft mir weiter und dann machen wir auch nochmal Trespasser. Was ist denn noch interessant? Overloaded Truck habe ich letztes Mal auch nicht geschafft. Diese Domino-Strecke, die machen wir jetzt auch nochmal, weil ich jetzt hoffentlich weiß, wie es funktioniert. Und zwar denke ich, Mone hatte recht, wir müssen hier irgendwie die Dominosteine zum Fallen kriegen. Ist nun die Frage, von welcher Seite wir das machen. Eventuell von hier drüben. Könnte das sein? Ja? Nein? Vielleicht? Wir probieren es einfach mal. Nee. Oh, jetzt vielleicht? Aha! Das sieht doch mal schon... Hat da irgendwas nicht funktioniert? Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Hier drüber fahren kann ich wohl eher nicht. Hier durch komme ich auch nicht. Kann schon vergessen, Fatze, klappt nicht. Wenn wir diese Dinger hier drüben berühren, ist der Level zu Ende. Jetzt stehen wir wieder da. Ich wollte einmal nicht failen. Ich wollte es nicht. Mann. Nein. Was hat denn das mir jetzt gebracht? Gar nichts, oder? Gar nichts. Dominosteine sind da. Aber ansonsten... Wir müssen ja hier irgendwo diesen blöden Dinger hier wegkriegen. Hier, der war hier im Weg steht. Weil da drunter ist ja das Ziel. Aber wie? Wie? Ich weiß es nicht. Ich will euch nicht langweilen. Wenn ihr mir einen Tipp habt, dann sagt es mir bitte. Gut, jetzt machen wir mal aber ein neues Level, was ihr noch nicht gesehen habt. Und ich würde sagen, wir machen mal Play Soccer. Was nehmen wir für einen Truck? Wir nehmen mal den hier ohne Anhänger.
Play Soccer auf Hard. Oh, cool. Da ist ein Fußball. Ich vermute mal, den müssen wir... Oh, jetzt bin ich drüber gefahren. Nein. Ich denke, wir müssen den Fußball irgendwie da drüben in das Tor reinkriegen. Irgendwie. Ohne drüber zu fahren, Mensch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Muss ich hier nur irgendwie dagegen? Dagegen fahren? Blöder Roboter. So, jetzt. Da ist da ist mein Tor. Oh Gott, ist der wackelig. Verdammt. Oh, was die Leute jetzt schon wieder über mich denken. Nein, nicht in mein Tor, nicht in mein Tor. So, jetzt nehmen wir mal den komischen Ball hier. Ich kann den gar nicht richtig bewegen. Für den ist es ja einfach. Der hat da vorne hier so einen riesen Teil hier, um das rüber zu drehen. So, jetzt sind wir in Richtung Tor unterwegs. Jawohl. Nicht drüber fahren, nicht drüber fahren. Ich würde sagen, wir fahren mal langsam. Es geht nicht. Einfach mal dagegen fahren. Jawohl. So geht's also. Wir müssen mit Wucht dagegen fahren. Und dann den hier irgendwo in dieses blöde Tor reinkriegen. Jawohl, das sieht gut aus. Nein. Nicht drüber fahren. Verdammt. Ich muss kurz vorher anhalten. Ja. Der Ball sieht irgendwie aus wie ein Kaktus. Wie ein zusammengerollter Kaktus. Oh. Nein. Noch ein Stückchen rüber. So könnte es doch klappen, oder? Können wir jetzt nicht drüber fahren? Jawohl. Looks good. 95,33 Sekunden. Aber ich vermute, bei 12,83 Sekunden auf Platz 1, nicht wirklich gut. Was ein bisschen fies ist, wir haben es ja nur hier auf Hard gespielt. Ja? Also die anderen hier haben es alle auf einfach gemacht. Und wenn man nur die Leute bei Hard anschaut, ja, die ganz, ganz harten, dann bin ich auf Platz 2. Ne? Nur hier davor ist einer aus Ungarn, der Dick. Ansonsten habe ich die zwei, den Dr. Awesome Puss und den, ja, ohne Namen, deutlich hinter mir gelassen. Aber egal, die Welt ist ungerecht, wir wissen das, wir machen trotzdem weiter. Was haben wir denn noch Schönes, was euch interessant? Loading a Truck. Das ist auch sehr, sehr interessant, denn wir können hier auch ein Feature der Vollversion auch unseren LKW beladen. Also wir können da ein bisschen Interaktion reinkriegen. Das machen wir natürlich mit dem ganz, ganz langen Truck. Frag mich nicht, was hier die ganzen Zahlen noch bedeuten. Wahrscheinlich Highscore, 35 Sekunden vermute ich. 7,1% weiß ich nicht. Goes weiß ich auch nicht. Nö, Highscore kann auch nicht stimmen. Ich weiß nicht, was die Ziffern bedeuten. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte. Ich wäre da sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr froh über irgendeinen Hinweis. So, diese Rampe lädt uns schon ein. Schreibt mir bitte auch, ob ihr das nächste Mal auf Easy vielleicht sehen wollt, damit ihr was von außen seht. Ich habe jetzt einfach mal, weil der Harald es wollte, ja mal auf Hard gespielt. So, anscheinend müssen wir hier unseren Truck beladen. Ich hoffe, dass das mit der automatisch geht oder mit, zumindest mit der Taste, wo ich es vermute. Hallo? Irgendwie hängen wir jetzt hier doch noch fest. Hallo? Oh, wir hängen mit unserem hinteren Auflieger fest. Verdammt. Wir probieren es nochmal. Ich mache das trotzdem. Wir müssen hier nur gescheit um die Kurve kommen. Ausholen. Der hintere Auflieger, das ist einfach... Ah, komm! Zieh! Jawohl.
So, und wie? Oh, was war das? Hallo? Hä? Versteht ihr das? Irgendwas ist hier zusammengekracht, wo ich gehupt habe. Oh. Ne, ich würde sagen, wir machen das mal mit einem einfacheren LKW. Nur mal, um zu sehen, wie es überhaupt funktioniert. Das würde mich schon interessieren. Die Innenansicht ist schon sehr, sehr kreativ. Also wir haben kein Lenkrad. Wir haben gar nichts irgendwie. So, jetzt wie kommen wir? Und müssen wir da rückwärts ranfahren? Müssen wir rückwärts ranfahren? Ist er jetzt reingefallen? Nein, ich habe keine Ahnung. Blöder Abgrund. Nein. Komm, egal. Wir machen jetzt mal auf easy. Oh, das sieht ja hässlich aus. Na, egal. Wir machen mal auf easy. Hier ist übrigens der Tennisball. Das sind nämlich wir. Wir haben zwar nur diesen Tennisballkopf. Keine Arme, keine Beine, nix. Aber ich würde sagen, wir gucken es jetzt mal erstmal an. Wie das denn hier überhaupt gehen soll. So, hier ist die Ladung. Ich würde sagen, wir fahren da mal schön nah hin. So. Nö, hat schon mal nicht geklappt. Yellow Cargo fell off. Fahren wir einfach mal dagegen. Vielleicht fällt es dann ja rein. Oh, toll, wir haben ein Rad verloren. Was, continue playing? Ich soll weitermachen? Geht das überhaupt? Ja, geht. Ja, fahren wir halt mit einem Rad weniger. Was soll's? Wir können alles. Wir können alles auch mit drei Rädern fahren. Da unten vergnügt sich unser viertes Rad noch und macht da hier irgendwie einen auf Harlem Shake. So, wir fahren einfach dagegen. Ah, fall rein, du blödes Ding. Ich verstehe es nicht. Wenn ich hupe, dann kracht hier das in der Mitte zusammen. Hallo? Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Probier's aber nochmal. Ich probiere es nochmal. Ich möchte es endlich schaffen. Oh. Langsam. Langsam, Fatze. Langsam. Ich würde sagen, wir probieren es noch einmal, fahren rückwärts hier ran. Ja. Wunderbar. Müssen wir noch irgendwie das zweite bekommen. Wunderbar. Jetzt haben wir es doch. Jetzt noch schnell zum Ziel fahren. Da unten. Haben wir zwar noch ein bisschen Abfall hier, ein bisschen Holz mitgenommen, aber müsste ja extra Punkte geben, oder? Wir haben jetzt noch mehr transportiert. So. Was? But all yellow cargo has to stay on track? Hier ist es doch. Hallo? Oder haben wir irgendwas vergessen? Oh, da ist es ja noch mehr. Okay. Ich habe verstanden. Ich denke, wir müssen in der nächsten Episode nochmal probieren. Schreibt mir bis dahin, was ihr gerne noch sehen wollt. Wollt ihr aufs Easy sehen? Wollt ihr, dass ich nur hart spiele, nur in der Innenperspektive? Habt ihr bestimmte Level, die ich spielen soll? Schreibt mir einfach eure Wünsche in die Kommentare. Ich versuche sie zu erfüllen. Bedanke mich fürs Zusehen und sag bis bald. Euer Fatze.